jetzt geht's dem Comstock an den Kragen. Obwohl wir das ja schon seit zig Episoden glauben, aber ich glaube, jetzt wird's echt so. Nach dieser Wahnsinns-Episode. Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. The Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Ah, okay, also Elizabeth war dann jetzt 6 Monate hier. Er hat gekriegt, was er von mir wollte. Er wird nicht lange was davon haben. Oder? Das waren jetzt, war jetzt wahrscheinlich dieser Zeitraum. Vermutlich, ja. Da haben sie ihr die ganze Zeit nicht mal was anderes zum Anziehen gegeben? Ist auch ein bisschen gemein. Ja. Ah, jetzt kann sie ihr die Türen aufmachen. Arme Mädel muss dieses ganze Abenteuer... Mach mal erst die rechte Tür auf, ja, weil da ist noch die Infusion dahinter. Muss dieses ganze Abenteuer... Kannst du dir das mal ansehen? ...mit so einem krassen Korsett durchstehen. Und das Erste, wenn man sie aus der Folterung befreit, ist ja komisch, nimm mir doch mal wieder mein Korsett. Ja. Also... Merkwürdig. Und... Was machen wir denn? Ach, komm mal, mit dem Schild voll, oder? Oh. Ich kann mich nicht entscheiden. Ach, nehmen wir das hier. Gut. Die Prozedur sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Tja. Ich hoffe, das war einer von den Typen, die wir hier in den Kammern erschlagen haben. Erschlagen ist schon immer extra krass. Gestern haben sie einen Willi da schlagen. Kannst du das öffnen? Sieht kinderleicht aus. Fertig. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Selbstjustiz, aber es ist ja ein Videospiel. Na gut, ist ja Amerika, da hätten sie ihn wahrscheinlich nach der Verurteilung auf den Stuhl oder Giftspritze, ja, oder so. Das ist auch nicht unbedingt besser. Reich verlassen, wo geht's jetzt hin? Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Wir haben uns ja für den Vogel entschieden, mhm, bei den Lutesses. The Hand of the Prophet. Bibliothek. Ach ja, schon lange nicht mehr richtig gelootet. Zeig jetzt. So, hier hat aber schon jemand aufgeräumt, oder wie? Vielleicht war der Booker schon mal hier. Anderer Booker aus irgendeinem anderen Riss. Boah, weißt du, man trifft noch so mal einen Booker? Ja, das hatte ich auch gerade überlegt. Bin so gespannt auch auf die DLCs. Wer weiß, was da kommt. Ja. The Shit, sag ich euch. The Shit. Wir haben Munitions, Waffen, alles was tödlich ist. Da! The Hand of the Prophet. Comstocks Flaggschiff. Wir müssen irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's allein. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Schöner Brumme. Oh, der Wind. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Ja, bla bla bla. Spätestens eine halbe Stunde erschießen wir dich. Hä? Das ist nicht Daisy. Sieht aber so ein bisschen so aus, oder? Also ja. Die war dann auch, stimmt, die ist ja auch einfach weg, oder? Also diese ganze Geschichte war dann doch mit dem Tod von der Daisy erledigt eigentlich. Diese ganze, ja, außer dass die Vox halt ein bisschen zu mächtig wurde und... Ja, okay, und so ein bisschen als Gegner fungiert, aber sie tauchte als Person, tauchten die nicht mehr auf. Wir haben ja gedacht, dass die vielleicht nochmal kommen würde. Vielleicht kommt sie ja nochmal. Vielleicht noch fusionieren mal sich Comstock, Fitzroy und Fink zu so einem gigantischen Roboter-Chimären.
mit. Was ist das? Da! Entdeckung! Was kommt jetzt? Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern. Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Raketenautomat. Was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Warum hast du gerade O gesagt? Bosskampf halt, oder? Na, lauft mir mal vor. Du Schütz. Ah. So. Achtung, weg! Oh shit. Wir haben ja Elizabeth wieder dabei. Da kann nichts mehr passieren. Da, der da! Bitte sehr! So. Der da. Tja, schön. Nee, aber das ist also mit der Fitzroy und so, auch dem Fink und dem anderen Typen, den wir da im Museum verloren haben, das finde ich ein bisschen schade, dass diese Figuren nicht noch doller irgendwie integriert werden. Also ich meine, jetzt geht jetzt schon eine ganze Weile an denen vorbei eigentlich, das Spiel. Ja, ich glaube auch, dass die nur so Übergangspersonen waren, um die Welt ein bisschen auszuarbeiten. Eigentlich, fairerweise muss man aber auch sagen, um sie auch ein bisschen zu strecken. Ja, ja, also, ja, auf jeden Fall. Aber das hast du ja immer. Ja, aber trotzdem ein bisschen schade. Also. Das muss man zum Beispiel dann irgendwie so im Spiel wie in der Mass Effect-Serie zugute halten, die ihre Figuren dann doch nicht so verballern. Also da da werden öfters Kreise geschlossen. Finde ich zumindest. Also zumindest bei den halbwegs großen Figuren. Ja. So wird eine richtige Welt etabliert. Hier sind die nur so Platzhalter. Sind natürlich auch viele. Es sind ja auch immer ähnliche Platzhalter und es sind auch immer ähnliche Themen, die da behandelt werden. Das heißt halt, der Rebellengewerkschafter oder so, der heißt halt jetzt hier von mir aus Fink oder, also gut, der ist kein Gewerkschafter, oder Fitzroy, und in Bioshock 1 heißt er halt dann Fontaine. Das sind ja immer mehr so Archetypen als jetzt irgendwelche besonders detailliert ausgearbeitete Personen. Ja. Wo das auch ein bisschen anstrengend sein kann. Was? Ausgearbeitete Personen? Nee, also dieses, wenn es immer nur darum geht, diese Typen wieder zu erkennen oder wieder erkennbar zu machen. Ja, oder eine gewisse Philosophie. Ja, genau, also wenn hinter der Figur keine Figur, sondern wirklich nur immer eine Botschaft steckt. Ja. Das kann eine Welt auch ein bisschen das Leben nehmen. Das kann man auch, weiß Gott, schlechter machen, als es die Schock-Serie macht. Aber es ist irgendwie was einem ein bisschen auffällt, also was man dann doch ein bisschen merkt. Gut, andere Spiele haben nicht mal den Ansatz oder Anspruch. Von daher, ich glaube, jetzt können wir hier aufmachen. Viele haben halt einen russischen Terroristen als Bösewicht. Und was will das der will? Da muss man Krieg. Das muss man dem, wie heißt er hier? Bitteschön. Also, Ken Levine schon lassen. Er hält seine Spieler nicht für total bescheuert. Nee. Wie irgendwie alle anderen. Wie zum Beispiel Crytek, die offensichtlich meinen, dass Spieler die dümmsten. Ich sehe da drüben Deppen einen Lockpick. Sind. Weil sonst könnte ich mir sowas wie Crysis 3 nicht erklären. Dass man da so nichts drin hat. Naja, gut, aber die. Mein Bruder hat mir ein Ultimatum gestellt.
Schicken wir das Mädchen nicht dorthin zurück, von wo wir es geholt haben, müssen wir beide uns trennen. Wo er eine leere Seite sieht, sehe ich König Lear. Aber er ist mein Bruder. Und so spiele ich meine Rolle, wissend, dass alles mit Tränen enden wird. Okay. Oh, das ist tragisch, was da auf uns zukommt. Die Crytek ist aber auch schon extrem. Also Crytek schafft es ja sogar, so massiv und plakativ ihre... Kannst du das knacken? Mal sehen. Vermeintliche Fanschar befriedigen zu wollen mit diesen ständigen Aussagen. Oh, schau dir die Textur an, bitteschön. Von Yearly im Punkto, dass Grafik ja mit Abstand das Allergeilste und Allerwichtigste ist. Mhm. So. Aber auf so eine Art, dass sogar die Crytek-Fans oder die Grafik-Fans sagen so, oh, ich kann dem sein Geseier nicht mehr hören und ein Spiel ist eben mehr als nur Grafik. Ja. Vor allem, wenn es so wie im Falle von Crysis 3 eben nicht mal nur Grafik ist. Weil so spektakulär ist es jetzt auch nicht. Nee, also es ist schon cool, aber es ist... Sieht gut aus, ja, aber es ist jetzt nicht... Das kein Sie haben halt kein Händchen für Art-Design. Also nee, das überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Keine Fantasie. Das ist aber auch ein Problem an der Engine. Ich habe jetzt neulich wieder dieses Video gesehen hier mit den verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten für die Cry-Engine. So ganz verschiedenes Zeug, so Wüste und Architektur und so. Und es sieht einfach immer, so schön es ist, synthetisch und seelenlos aus. Noch kein Cry-Engine-Spiel gesehen, was nicht seelenlos aussah. Da ist ein bisschen was dran. Verstanden! Kurs auf die Hände und sofort! So, volle Kraft voraus. Meinst du, wir kämpfen noch gegen den Songbird? Ich fände es fast ein bisschen schade. Oder gegen irgendeine mutierte Version von Comstock, das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Aha, damit hätten wir jetzt den Bogen zum Intro gespannt. Da drüben! Comstocks Leute, sie wollen zu uns! Aber bei uns gibt's doch gar nichts. Wir sind doch arm wie die Kirchenmaus. Ich kann aber auch offensichtlich nicht fliegen. Moment. Ihr beschäftigt euch mal schön mit euch selbst. Wie in so einer Kneipe, wo man Leute aufeinander ansetzt. Er hat gesagt, du siehst scheiße aus. Die sind auch nicht wirklich gefährlich, gell? Nee. Diese ganze Skyhawk-Geschichte ist jetzt dafür, dass das so wahnsinnig doll angekündigt wurde. Ich glaube, das haben sie sich am Anfang doller vorgestellt. Ja. Dass da mehr mit machbar sei und dann haben sie irgendwann gemerkt, das ist alles vom Gameplay schwierig. Die Box, sie wollen das Flaggschiff angreifen. Das auch noch. Haben sie irgendwie sehr zurückgezogen. Aber gut, lieber lassen sie es dann raus oder bauen sie halt ein paar Mal ein. Schlimm und, wird, ja. Und das hat die Kämpfe jetzt schon ein bisschen aufgelockert. Klar, so, als dass man es dann auf Teufel komm raus die ganze Zeit macht und irgendwann nicht verstehen will, dass es vielleicht doch nicht die beste Idee war. Das ist das klassische Feature-Shooter-Problem. Ja. Hey, wir haben da diese Skylines, komm, wir machen ein Spiel rundherum. Man spielt den ehemaligen Navy SEAL-Typen Jack Johnson oder John Jackson. Und der hat jetzt so einen Skyhook. Aber dann. Gibt's aber gar nicht mehr so oft, oder? Die Zeit ist auch ein bisschen vorbei, Gott sei Dank. Ja, so ein bisschen. Also. Gibt's schon immer noch genug. Ja, 4 auf einen Streit. Einmal an Bord gekommen. Oh, 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 shit. Der Inversion-Shooter hatte das ja auch gehabt, so ein bisschen dieses Feature-Shooter-mäßige. Aber den mochte ich ja also überraschend gern dann, als ich ihn mal gespielt habe. Der hatte ja wohl auch diese interessante Story. Ja, ja. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass ich mich in den vielleicht mal, weil der ist gar nicht so lang, vielleicht doch mal irgendwann.
viel Erfolg. Er war, also wie gesagt, ich war da wahnsinnig positiv von überrascht. Also, ja, wahnsinnig völlig übertrieben, aber ich habe was ganz Schlimmes erwartet und war dann von ein paar Elementen und gerade von diesem Story-Twist. Oh, schade. Jetzt bist du hier. Nicht aufgeben. War ich echt überrascht. Ah, jetzt bin ich wieder auf dem Schiff, wo nichts los ist. Oh, 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 ich glaube, wir bewegen uns auch langsam aufs Luftschiff zu. Ich glaube, wir machen nochmal eine Notpause. Bis wir das bestreten. Ach, Max, den Kampf nicht noch schnell machen. Soll ich noch schnell machen? Ja, ja. Ja, wer weiß, wie so ein langes Luftschiff zieht. Oh. Ui, viel los hier. Ja. Und gleich bist du wieder kaputt. Jetzt. Oh. Ah, komm! Aufstehen, Booker! Aufstehen! Müsste ich eigentlich danach nochmal in diesem 1999-Modus durchspielen? Ah, Bruder. Okay. Hat das Permadeath? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, nee, das, es kostet dann nur beispielsweise mehr, wenn du stirbst und solche Geschichten. Nee, nee, Permadeath hat's nicht. Okay, wie Michi das erzählt hatte, ist es wohl schon recht heikel, dass man. Es kostet wohl irgendwie 100 Münzen, wiederbelebt zu werden oder so. Mhm. Und man muss sich halt dann vor dem Kampf schon überlegen, kaufe ich mir jetzt das Waffen-Upgrade noch? Achso, aber was ist denn, wenn dein Geld auf, leer ist? Auf die Gefahr hin. Achso, das weiß ich nicht. Es kann sein, dass dann vorbei ist. Begib dich wieder zu deinem Luftschiff, weil das hier ist so uncool. Das wäre das nicht egal, aber gut. So. Da gibt es eine Menge Muni rum. Da ist er! Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Nicht wahr? Sieh mal! Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll mit diesen Patriot-Kapseln. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Comstock ist ganz oben auf dem Schiff. Los, rauf. Los, rauf, aber das hier zugehe ich erst. Sieh dir die Rede an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Genau, in der nächsten Folge. Tschüss. Ja, ciao.